Liebe Schwestern und Brüder, die Worte des Paulus aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes heute sind voller Ermahnungen. Und in der Mitte dieser Ermahnungen findet sich, wie so oft bei Paulus, eine Darlegung oder eine Bezugnahme auf die Charismen. Und wenn man heute die kirchlichen Verlautbarungen anschaut, gerade ist ein solches Papier erschienen, dann ist immer wieder vom Entdecken der Charismen die Rede. Und ich habe zunehmend den Eindruck, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen, wenn sie davon hören. Ein wenig angeleitet von der angeblich urkirchlichen Erfahrung der Charismen, wo man sich alles ganz großartig vorstellt. Also das muss eine riesige Geschichte gewesen sein, diese Charismen. Also die Fülle von Begabungen und was Paulus da alles aufzählt, was da alles möglich ist, Zungenrede. Und wir haben dann Bilder aus Amerika vor Augen, wo plötzlich alle anfangen zu reden und zu lobpreisen. So ähnlich stellen wir uns das dann vor. Und das Ergebnis von dieser Rede ist, dass wir uns immer mehr zurückziehen. Und dass immer mehr Menschen denken, irgendwie kann ich da nicht mithalten. Und das Ergebnis ist Undankbarkeit. Toll, dass es solche Menschen gibt, aber ich, habe ich auch was? Nee, sowas habe ich nicht. Sowas ganz Außergewöhnliches wie ein Charisma. So etwas so, auch so Extrovertiertes, sodass man damit immer so auch eine Darstellung machen kann, eine Performance, wie man heute sagt, so eine Gnadenperformance hinlegen kann, die auch gleich filmreif bei YouTube abgebildet wird. Das ist überhaupt nicht gemeint. Wir haben keine Filmaufnahmen aus Korinth, auch keine Tonbänder. Wir wissen auch nicht, wie das hier in der Gemeinde von Rom war, in diesen unterschiedlichen Hausgemeinden. Da waren wahrscheinlich genauso normale Leute, wie wir sind. Manche ein bisschen begabt, manche weniger, einige vielleicht sehr, aber doch alles in allem, auch das Urchristentum, der ganz normale Durchschnitt, so wie wir halt sind. Ich will niemandem zu nahe treten. Wir sollten genau hinhören, was Paulus aufzählt. Das sind überhaupt keine außergewöhnlichen Dinge. Er zählt auf, zunächst, und darauf legt er Wert, dass wir den entscheidenden Schritt tun, zunächst zu schauen, was ist mir mitgegeben? Was kann ich denn gut? Und es wird niemanden geben, der nicht irgendetwas entdeckt, das Gott ihm geschenkt hat. Dann ist der erste Schritt, genau für das, was dort geschenkt ist, was man finden kann, dankbar zu sein. Und der zweite Schritt ist, es zu nehmen und es beizutragen, damit der Leib Christi wachsen kann. Damit man die vielen Begabungen zusammenlegt. Niemand muss alles alleine können. Niemand muss super begabt und super begnadet sein. Die Heiligen zeigen uns sehr deutlich und weisen selber immer auf ihre eigenen Grenzen hin. Nur wir sind zuweilen immer noch beseelt, auch unsere kirchlichen Papiere, von den Omnipotenzfantasien. Was ein Priester, was eine Ordensschwester, was die normal Getauften alles können müssen und wie sie priesterlich charismatisch begabt sind. Klingt alles toll und Papier ist geduldig. Aber Paulus zählt hier ganz kleine Dinge auf. Trösten. Das ist manchmal noch nicht mal ein Wort. Es ist manchmal nur ein Blick. Es ist die Gabe der Wahrnehmung. Überhaupt zu merken, dass jemand traurig ist. Oder die Nase hängen lässt. Ermahnen. Das muss auch keine Bußpredigt sein. Es geht manchmal mit einem ganz kleinen Wink. Oder sich einzusetzen, barmherzig zu sein. Und eine Trennung vorzunehmen, die wir oft übersehen. Das ist die zweite Gefährdung, die mir hier im Text entgegenkommt. Paulus spricht von einer Grenze, von einer Abgrenzung. Wir sind heute, das mögen wir nicht mehr, Abgrenzung. Wir lieben alles und alle. Alles darf sein, alles soll sein, grenzenlose Zuneigung. Aber hier heißt es bei Paulus, verabscheut das Böse. Verabscheut das Böse und haltet fest am Guten.
In dieser Entscheidung sind wir gestellt und wir kommen nicht um sie herum. Verabscheut das Böse, hasst das Böse. Und erst wenn man das tut, kann man zum Schritt kommen, am Guten festzuhalten, das Gute zu lieben. Gehen wir diesen Schritt in uns zuerst und finden genug Gründe zur Dankbarkeit für das, was Gott in jeder und jeden von uns gelegt hat, und tragen es bei zum Aufbau des Christusleibes, der Kirche.